Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und hier willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf der Gemeindegerade Old am Samstag. Genau, Samstag. Stand jetzt gerade schon so ein Momentchen hier auf dem Schlauch. Witzigerweise ist, wenn du noch rollst, ne? Und drückst drauf auf Knopf, dann geht's nicht. Also und jetzt hier ist es ganz beleidigt, jetzt wird's gar nicht. Ja, ich war zu dicht dran. Irgendwie ist auch der Anhänger jetzt an rumzubacken. Also. Das mit dem Universal Autoload ist auch nicht so prickelnd, war. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Also, muss erst tatsächlich, muss er stehen bleiben. Sonst kannst du den Ballen nicht aufladen. So, jetzt bleibe ich stehen. Erst lädt er den Ballen auf. Das ist aber hier im Endeffekt auch etwas, ich meine, da kann man mit leben. Aber mit diesem allen blöden Ballen. Lad diesen verdammten Ballen auf. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja. Was natürlich im neuen Teil wird es auch, ich denke mal, der eine oder andere echt vermissen. Ich meine, kann ich ehrlich sagen, also ich bin in der Sache, bin ich faul. Ganz ehrlich. Also hier, wenn ich sehe hier, ich kann Autoload benutzen, dann benutze ich einen Autoload, dann nehme ich nicht irgendwie hier die Ballengabel oder so. Ich meine, ist die jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, nee, ist jetzt absoluter Graus, mache ich gar nicht oder sonstige. Wenn es natürlich nicht anders geht, mache ich es natürlich auch, klar. Ist natürlich ein bisschen, wenn man es anders gewohnt ist, sag ich mal, jetzt natürlich ein bisschen, gut, ich will nicht sagen nervig, aber, ne? Wenn du jetzt immer stehen bleiben musst, um ne, die Ballen aufzuladen, das ist natürlich dann, Ich glaube, mehr geht nicht drauf, ne? Ich glaube, noch eine Reihe geht nicht drauf, oder? Ne, die mag er nicht. Ja, das ist ein bisschen buggy ist das, glaube ich. Mit dem Universal Autoload, aber. So, bevor wir jetzt irgendwo in irgendeine Richtung fahren, müsste ich jetzt eigentlich auch mal wissen, wo wir das hinbringen müssen. Achso, da sollen wir es hinbringen. Wird wahrscheinlich jetzt auch wieder interessant. Ich meine, wir können da zwar ne, irgendwie ranfahren, aber wir kriegen die Ballen ja nicht. Na gut, ich kann versuchen, das so zu bauen oder so hinzustellen, dass wo ich die vielleicht nachher in den Träger hochschieben muss oder so. Muss ja gucken. Sonst muss ich den kleinen Teleder da doch gleich noch losschicken. Jetzt auch wieder so eine
So eine Frage, wie ich da jetzt gleich reinfahre zu den. Weil eigentlich möchte ich jetzt nicht über den Platz fahren, sondern ich müsste eigentlich immer außen um zu. Ich glaube, der Verkehr ist mal wieder aus, ne? Obwohl das, was ich glaube, da hatte ich hier, glaube ich, drüber gesprochen, ne? Mit dem Verkehr, wenn du den irgendwie ausmachst, dass der denn hier überall aus ist, aber ist nicht so. Jetzt bin ich falsch gefahren, ne? Ja. Da ist mir nämlich doch aufgefallen, wo ich, ich weiß nicht mehr auf welcher Karte, wo wir jetzt da gerade waren. Auf jeden Fall, ich wusste, auf der einen ist an und auf der anderen ist halte ich das aus, das wusste ich. Und da ist mir dann aufgefallen, es hat doch da nichts mit zu tun. So, schade, schade. Das klappt hier natürlich jetzt nicht so, wie ich mir gedacht habe. Weil ich könnte schon erahnen, was ich vorhabe. Weil man müsste jetzt ja. Ich hoffe, dass. Okay, rechts kann ich schon mal einstellen. Das kann ich nicht einstellen. Ich sehe natürlich jetzt hier ablade, dann lädt er das genau daneben ab, ne? Ist natürlich jetzt hier Autolot für Anfänger, ne? Könnte man auch sagen, ne? Scheiße. Müssen wir, glaube ich, denn mit unserem Schlepper machen? Das ist, ja. Wir lassen den nochmal wieder zu 34 fahren. Weil den Gabelmann nicht hatten wir, ne? Genau. Müssen wir zwar eben einmal kurz den Kalkstreuer eben einmal abhängen hier. Habe ich tatsächlich sogar die Gabel hier von CSZ, oder? Hm.
Weil dann brauche ich, glaube ich, auch kein Gewicht mehr nehmen, glaube ich. So, dann testen wir das damit mal. Ah, okay. Ah, schön. Genau so hatte ich das mir jetzt eigentlich auch gedacht, dass es so auch funktioniert. Es wäre jetzt ein bisschen Sisyphus-Arbeit, dass wir jetzt das jetzt so machen müssen, aber. Achso, ja, muss natürlich die. Nein, die Gabel auch anmachen, ne? Okay, dann. So. Ich bin gerade eben hier so, versuche mich gerade so ein bisschen zu konzentrieren auf das, was ich hier tue. Darum kann das möglich sein, dass ich mal so ein bisschen weniger sabbel. Ich würde eigentlich auch gerne das Hut eigentlich zumachen, aber dann siehst du nicht, ob das jetzt, ob du jetzt die Gabel anhast oder nicht. Oder brauche ich die gar nicht wieder aktivieren? Ist die, bleibt die aktiviert? Nö. So wäre jetzt ja, ne, aktiv. Ja gut, dann erstellt die den immer aus, sobald ich ablade, ja. Das ging fast in die Hose hier, meine Güte. Hä? Wieso habe ich denn die Kamera alles ausgemacht? Wieso, hä? Was war das jetzt? Ich habe es jetzt gerade auf dem anderen Monitor gesehen. Hä? Ach, wahrscheinlich, weil ich gerade versucht habe, den Ballenwagen hier, ne, abzuladen, ja. So, wo lasse ich dich denn eben für den Momentchen stehen hier?
So, jetzt müssen wir zu dem. Genau, zu dir müssen wir. Aber die Mission wäre jetzt schon fertig, tatsächlich. Moment. Das und das? Macht er das jetzt automatisch oder macht er das jetzt hier nicht? Ja. Manchmal ist es wirklich, ne, wenn er lesen kann, ne, ist echt schwer im Vorteil. Oh Mann. Aber wir sind schon bei 16 Minuten. Gut, ich sammle jetzt erstmal diese Ball noch eben auf. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gerne morgen wieder, wenn ihr mögt. Jo. Und dann denke ich auch, dass wir dann morgen die Mission abschließen können. Okay, dann danke fürs Zugucken und gerne morgen wieder reingucken. Haut rein. Ciao, ciao.